Hallo, E-Mail-Adressen sind eine Möglichkeit, um ganz viel zu recherchieren. Das fängt zuerst mal an, dass man sich einfach mal diese E-Mail-Adresse genauer anschaut. Im vorderen Bereich findet man einen Nutzernamen. Da gilt jetzt eigentlich alles, was ich im Video zum Thema Nutzernamen schon gesagt habe. Also, das können Spitznamen sein, das können Echtnamen sein, es können Echtnamen sein, wo halt irgendwas abgekürzt ist. Es kann um Hobbys gehen, um Beruf und so weiter. Und ja, Nutzernamen verraten halt schon mal einiges, auch die Zahlen, die da drin sind. Aber das könnt ihr euch ja in dem anderen Video anschauen. Ich will mich jetzt mehr auf die anderen Sachen konzentrieren, weil ich habe hier jetzt natürlich noch weitere Teile. Einmal diese Second-Level-Domain und die Top-Level-Domain. Und gerade die Second-Level-Domain kann halt auch einiges verraten. GMX ist ein Freemail-Provider, der hauptsächlich in Deutschland genutzt wird. Spricht dafür, dass das vielleicht auch jemand ist, der deutschsprachig ist. Spiegel.de ist eine Firma, das heißt, da wird wohl eine Firmenzugehörigkeit sein. Yandex ist mehr im osteuropäischen Raum vertreten, eine Suchmaschine, die Freemail anbietet. Könnte also sein, dass jemand dahin Bezüge hat oder es vielleicht auch von dort kommt. Oder iCloud könnte zum Beispiel ein Hinweis sein, dass jemand eben Apple-Nutzer ist. Und so kann man hier schon mal ein erstes kleines Puzzle sich zusammenbauen. Wenn ich dann jetzt so eine E-Mail-Adresse habe, kann ich die natürlich in verschiedene Suchmaschinen eingeben. Und findet dann halt vielleicht Ergebnisse. Auch an Darknet-Suchmaschinen kann man hier denken, je nachdem, ob man erwartet, dass die Person im Darknet aktiv ist. Auch da, oh, ganz wichtig, sehe ich gerade, E-Mail-Adressen immer in Hochkommata schreiben, damit nicht nach Teilen gesucht wird, sondern das wirklich als fester String genutzt wird. Hier habe ich eine Seite, die einem ganz viele Möglichkeiten bietet. Also ich kann hier sogenannte Widgets aktivieren. Dann brauche ich halt Accounts bei diesen Diensten. Und hier unten haben sie noch eine ganze Menge an Sachen, wo ich dann praktisch mit einer Suche ganz viele Ergebnisse auslösen kann. Ein paar sind schon voraktiviert, ein paar muss man halt noch anhaken. Ja, da ist alles Mögliche eben drin, wo ich suchen kann. Dann brauche ich hier einfach nur auf Open Check gehen und kriege meine Ergebnisse. Das hier ist auch ein ganz interessanter Dienst. Wenn ich hier die Suche auslöse, dann werden verschiedene Tools im Hintergrund angesprochen, die verschiedene Abklärungen machen. Da wird jetzt wahrscheinlich bei der Adresse nicht allzu viel Spannendes rauskommen. Aber ihr seht schon hier, es wird geguckt, gibt es zu dieser E-Mail-Adresse einen Google-Account? Wo ist diese E-Mail-Adresse schon aufgetaucht? Da sieht man dann schon mehr. Gibt es einen Skype-Account mit dieser E-Mail-Adresse? Das ist natürlich auch hochinteressant. Und auch noch ein LinkedIn-Checker. Wieso es Skype-Adressen mit testexample.com geben kann, ist mir auch ein Rätsel. Muss ich mich mal näher mit beschäftigen. Ja, also auf jeden Fall, dieses Epios-Tool ist wirklich toll, gibt einem tolle Hinweise. Natürlich kann man auch solche Tests selber machen, ob es einen Account gibt. Weil die eine, naja, sagen wir mal, Sicherheitslücke haben, die mir jetzt halt sagt, okay, da gibt es einen Account. Und wenn nicht, dann wird das Google-Konto nicht gefunden. Das weiß man eigentlich in der IT-Sicherheit, dass man immer antwortet,
Username oder Passwort nicht gefunden, warum so viele Dienste das so lösen. Ja, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit mögen sich nicht. Und wenn ich dem Nutzer halt mitteilen kann, du hast dich verschrieben, dann fragt er mich halt nicht an, sondern checkt selber. Und wenn er sich sonst nicht einloggen kann, wendet er sich an den Dienst und sagt, hey, ich kann mich nicht einloggen. Und dabei hat er sich nur vertippt gehabt. Ja, aber naja. Es gibt auch sogenannte Verifier@example.com, die halt checken, ob eine E-Mail-Adresse funktioniert. Manchmal ist halt das Ergebnis, man kann es nicht verifizieren, ob die jetzt existiert. Manchmal heißt es, ja, gibt's. Da gibt es auch noch das hier. Die checken die E-Mail-Reputation, also ist sie hat die hat jetzt keine bekannte Reputation, aber es wird einem halt zum Beispiel gesagt, na, hier unten würden zum Beispiel auch weitere Profile entdeckt werden. Gab es Malware-Aktivität mit dieser E-Mail? Wurden die Zugangsdaten schon mal veröffentlicht? Sind die immer noch veröffentlicht? Ja, also die waren in einem Data Breach drin und so weiter. Also auch hier ist es ein Free Provider. Auch selbst wenn da nicht alles immer 100% ist, es gibt einem einfach einen schönen Eindruck über diese E-Mail-Adresse. Dieses Format sollte einen jetzt nicht sonderlich verwirren. Das ist halt einfach, nee, hier vorne steht, um was es sich handelt, und hinten dran steht das Element. Und hier ist dann halt nochmal eine Gruppe, die sich auf Details bezieht, wo dann die einzelnen Sachen drin stehen. Ja. Was auch sehr schön ist, Voxy bietet einem an, zu gucken, ob auf eine E-Mail-Adresse eine Domain registriert wurde. Kann man hier die E-Mail-Adresse eingeben und Proxy hat ja auch historische Daten, also könnte vielleicht auch interessant sein. Und natürlich, was auch interessant ist, ist Have I Been Pwned at example.com, weil ich dann eben, wir haben ja schon gehört, bei dem E-Mail Reputation, dass die in Data Breaches drin war. Und jetzt kann ich halt mal sehen, wo. Wo hat sich jetzt diese E-Mail-Adresse oder der Nutzer, der hinter dieser E-Mail-Adresse steht, überall rumgetrieben? Ja, war bei Adobe registriert und so weiter. Und da kann man dann doch einiges erfahren. Und zu guter Letzt kann man natürlich auch in sozialen Netzwerken nach E-Mail-Adressen suchen. Das sollte man auch nicht vergessen. Und natürlich kann man eine E-Mail-Adresse auch in einem öffentlichen PGP-Server suchen. Und wenn ich da jetzt einen Schlüssel gefunden hätte, dann hätte das natürlich wieder weitere Möglichkeiten geboten, weil solche PGP-Keys werden zum Beispiel im Darknet gerne als Ausweis verwendet, um zu sagen, hey, ich bin der und der, du kennst mich auch schon von da und da. Das waren jetzt ziemlich viele Möglichkeiten, was man mit einer E-Mail-Adresse anfangen kann. Habt ihr noch weitere Vorschläge? Schreibt sie doch mal in die Kommentare. Macht's gut. Ciao, ciao.